Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. Mai 2019 mit einer Kipperkartenlegung. Also erstmal wollte ich mich bedanken, dass ihr so viele gestern bei dem Livestream dabei wart. Also kam ganz spontan die Idee durch eine Beratung, dass ich ja meine Klientin in so einer Dreierkonstellation befand. Auch hatte ich auch andere Beratungen, wo auch so eine Viererkonstellation besteht. Also ich hoffe, da habe ich euch auch so ein bisschen helfen können mit auf diesen Weg. Also falls ihr Fragen hattet und dass es auch eventuell auch auf dich zugetroffen hat. Dafür heute die Kipperkartenlegung, auch für die Liebe. Und ich hoffe, dass du dich voll und ganz hier drauf einlassen kannst. Dafür bitte ich dich, dass du deine Augen erstmal schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst und mir deine Gedanken sendest. Schließe deine Augen. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die Legung. Wir schauen jetzt erstmal, warum geht es hier heute? Es geht um die Beziehung. Es wird auch sehr viel Kopf zerbrochen, also mit sehr viel Kummer. Also jetzt die letzte Zeit. Und also das bedarf jetzt auch eine Veränderung. Also entweder arbeitest du da dran oder arbeitet ihr beide da dran. Hier seit 3 Monaten, dass sich das auch anders entwickelt. Also ich habe das Gefühl, hier die Karte steht generell für die Geliebte. Also entweder, dass du die Geliebte bist und wünschst du dir eine feste Partnerschaft und deswegen machst du dir so viel Gedanken, du möchtest eine Veränderung und die Karte steht regulär, also die Erwartung steht regulär für 3 Monate, also seit, ja, würde ich sagen, seit ja, ein paar Wochen, seit längerem machst du dir Gedanken und möchtest nicht mehr nur die Geliebte sein, sondern die feste Partnerin. Und da arbeitest du auch daran, vielleicht auch stückweit an dir. So, wir legen die Karten aus. Also ich bitte die Engel um ein Zeichen, wann es soweit ist, wann ich die Karten auslegen darf. Da fällt auch die erste Karte. Und da fällt der Herzensmensch. Ja, und das Zusammenkommen, ist das nicht spannend? Finde ich total, total spannend. So, und da beginnt die Transformation. Und soweit ich das gut in Erinnerung habe, jetzt wirklich, ich muss das nachgucken. Ja, also ich glaube, morgen ist wieder ein Portaltag. Und wenn Portaltage da sind, dann ist auch diese Sehnsucht und diese Seelenverbindung, also zwischen die Seelenpaare, auch viel intensiver. Ja, also man spürt das viel stärker. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier bei dir los ist und bei deinem Gegenüber. Ja. So, das sind meine ältesten Karten. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ja. So, und ich deute diese Karten auch wieder intuitiv. Also die Bilder, das sind nun vielleicht eine kleine Hinweis oder kleine Impulse, aber auch was mir mein Gefühl sagt, ist hier,
das Maßgebendste, denke ich mir. So, jetzt sind alle Karten hier also mit einbegriffen. Also bei dir sehe ich dich sehr, dass du sehr im Kopf bist. Dir geht's, im Grunde geht es dir gut, aber du bist sehr gefasst. Also das hat dich schon ja, so ein bisschen krank gemacht, dieses ganze Kopfzerbrechen über diese Beziehung, über diese Verbindung. Und das bist du momentan am Transformieren. Also du sagst dir selber, das bringt ja jetzt, momentan bringt mich das nicht weiter. Du bist sehr im Kopf und sagst, nee, also da habe ich keine Lust zu, ich muss es loslassen, ich muss einen Weg finden, wie ich damit umgehe. Ja, also die starke Sehnsucht ist da, also die starke Gefühle sind da. Allerdings ist die Karte, steht so ein bisschen Kopf. Also das würde jetzt auch bedeuten in deinem Fall, dass du dich davon abgrenzt momentan oder versuchst du dich auf dich zu besinnen. So bist wirklich im Kopf und ja, dann sagst du ja, wenn es zum Zusammenkommen kommen sollte, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, dann aber wird es auch wirklich richtig sein und wie ein Gewinn auf mich zukommen. Die Karte steht auch regulär für 2 bis 3 Jahre, also dass es noch ein langer Weg ist. Also das weißt du, dass dieses Zusammenkommen, ja, das ist jetzt 2 bis 3 Jahre vielleicht nicht, das kannst du auch vielleicht nicht ganz wörtlich nehmen, aber du lässt jetzt so seit ein paar Wochen vielleicht oder jetzt in diesen kommenden paar Wochen, also lässt du deine Erwartungen los, sagst du, ja, dann ist es halt nicht, ich muss damit lernen, umzugehen. Auf jeden Fall wird das für dich wie ein Geschenk kommen. In dem Moment, wenn du loslässt, kommst du auch mehr in deine Kraft. Also zeigst dich hier als gute Dame, weil das hat dir schon auch viel, viel Kraft gekostet. Auf und ab ging es bei dir, ja? Und dann wird es auch einen guten Ausgang geben. Allerdings steht auch hier, das Neuanfang steht noch Kopf. Also ist ungewiss noch, wann genau, aber es werden Nachrichten generell auf dich zukommen. Also im Universum ist sowieso immer schwer, die genauere Zeitpunkt, also wirklich festzulegen. Das kann man ja gar nicht. Also so in etwa, das ist immer dann eine Tendenz und so in etwa, ja. Und du weißt es auch, dass dein Gegenüber wirklich eine sehr, sehr liebevoller, gutherzige jemand ist, der wirklich sein Zuhause auch liebt, der auch sehr häuslich ist, dem auch wirklich das private Umfeld auch sehr am Herzen liegt, sehr wichtig ist, vertrauenswürdig. Und ja, also es steht auch hier wirklich gut, hier mit diesem guten Ausgang in der Liebe. Da ist auch das Glück darauf gefallen, dass regelrecht für dich ein Glücksfall, dieser Mensch, ja. Also das Gericht steht Kopf und das Gerichtsperson, also es kann jetzt hier auch wirklich sein, dass erstmal etwas in Verlust gehen muss, also in der momentanen Situation, auch eventuell in seinem privaten Umfeld, damit das ein Glück für diesen Neuanfang, dieser gute Ausgang in der Liebe stattfinden kann. So, jetzt schauen wir mal dein Gegenüber hier an. Also er schaut so ein bisschen aus dem Bild heraus. Das kann auch bedeuten, ja, dass er momentan irgendwie keine Lust hat. Also er fühlt zwar diese Gefühle, aber momentan ist er halt einfach geschlaucht von diesem Prozess, ne? Also es zeigt sich hier unter ihm diese Geliebter, also Liebhaber. Also auf jeden Fall seine Gedanken stehen dafür da, dass das vielleicht auch eine heimliche Liebe ist. Da ist die Frau, die falsche Person steht Kopf. Und also er ist momentan gefangen in dieser Verbindung mit dieser Frau. Allerdings, schau mal hier, allerdings kommt der Diebstahl, also der Verlust von diesem Gefangensein mit dieser Frau. Und er macht sich sehr viele Gedanken, wirklich auch Gedanken. Er möchte ja nichts verlieren, im Grunde möchte ja weiterkommen. Aber über dich bezüglich hat er Gedanken,
Der denkt auch eventuell, ist das denn falsch, mich da drauf einzulassen? Oder bin ich da auch in den Gefühlen gefangen? Oder ist das halt die Ehefrau oder halt die Freundin, wo der sich da in dieser Beziehung gefangen fühlt? Also er macht sich ganz viele düstere Gedanken. Das ist nicht so gut. Natürlich zieht das dann auch seine Stimmung runter, ja? Also er möchte gerne weiterkommen, er möchte auch nichts verlieren, möchte zu hohen Ehren kommen. Allerdings, also das gelingt ihm nicht so, diese Strenge, diese Gradlinige, diese Strukturierte gelingt ihm nicht ganz, weil das steht auf Kopf. Also es gibt ja auch nicht immer nur Schwarz und Weiß im Leben, sondern gibt es auch viele Farben. Oder gibt es ja nicht nur links oder rechts, sondern kann man auch geradeaus oder eine Abzweigung nehmen. Also es gibt nicht richtig und falsch, ja. Es ist alles richtig und ja, wie man es halt betrachtet. Alles hat zwei Seiten. Auf jeden Fall, der denkt auch eventuell darüber nach, also eine Reise zu machen. Und er möchte halt eventuell noch diese Beziehung also in der Stabilität bringen, vielleicht auch seine jetzige Partnerschaft auch ein Stück weit retten. Und von allen Dingen ist jemand, der auch wirklich also so ein gutes Händchen hat, der auch so auf finanzielle Sicherheit bedacht ist, wo das auch eine gute Basis hat. Und von allen Dingen, der kann auch gut mit dem Geld umgehen, legt aber auch sehr viel Wert auf den materiellen Wert, also ist sehr im Kopf. So, was jetzt noch so in seinem Kopf ist, natürlich ist er traurig und natürlich ist das für ihn eine Herausforderung, ganz viel Arbeit, etwas hier zu verändern. Also er möchte hier auf jeden Fall, also schon vielleicht diese Gedanken hier eventuell an diese heimliche Liebe mit dir loslassen, weil der eventuell hier seine noch bestehende Beziehung vielleicht retten will. Es kann auch sein, dass es jetzt für nicht so viele trifft und seid nicht traurig. Also das ist jetzt eine allgemeine Legung. Natürlich kannst du auch eine persönliche Legung bei mir buchen. Dann passt das auch genau auf deine Bedürfnisse, also auf dich zugeschnitten, auf deine Situation. Aber falls das der Fall ist jetzt hier, ja, dass er diese Gedanke, diese heimliche Liebe loslassen möchte. Also ich deute noch anderweitig nochmal, ja. Also er wünscht sich diese Veränderung, arbeitet daran, diese Traurigkeit in Bezug mit dieser heimlichen Liebe loszulassen, macht sich auf den Weg, also eventuell auch zu dir, ganz unverhofft oder kommen halt Nachrichten unverhofft auf dich zu mit Gewinn, weil halt seine eventuell noch Partnerin losgelassen hat. Also es geht hier im Verlust, dieses sich gefangen fühlen, der Verlust und die falsche Person. Und eventuell möchte mit dir also eine Liebe anfangen. Das kann natürlich auch bedeuten. Und auch wenn er jetzt so viele trüben Gedanken macht, wird das aufwärts mit euch beide gehen, ja? So, bei dir ist das so, dass du etwas transformierst gerade, du schaust auch geradewegs in der Transformation, du machst dir auch sehr viele Gedanken über dieses Zusammenkommen und du möchtest das, dass es wie ein Gewinn auf dich zukommt. Also du bist, habe ich das Gefühl, in die Passivität jetzt gegangen, also dass du da deine Erwartungen auch losgelassen hast und auf jeden Fall werden Nachrichten auf dich zukommen. Also das wird ein Gewinn sein, umso mehr du dein Herz öffnest, umso mehr du deine gute weibliche Seiten zeigst, also vergibst, mehr in dieses Einfühlungsvermögen gehst, mehr in Verständnis gehst, umso mehr wird er das auch spüren, umso mehr kommt er auch in diese verständnisvolle, mitfühlende, ja, empathischere Art mit dir. Auf jeden Fall sehe ich hier, dass du deine Erwartungen losgelassen hast. Er macht sich noch ein Stück weit Gedanken, also sehr viele Gedanken,
weil ihm halt auch dieses Haus, sein Zuhause auch sehr wichtig ist. Und also er befürchtet auch hier traurige Nachrichten, vielleicht auch hat er Angst, dass er dieses Haus, sein Zuhause oder finanzielle Verluste oder das Stabilität ein Stück weit verliert. Also momentan dreht er so ein bisschen den Kopf nach außen und du drehst auch deinen Kopf nach außen. Also ich habe das Gefühl, dass ihr eventuell jetzt momentan so eine Art Funkstille habt, dass da auch keine Kommunikation stattfindet. Was euch wirklich verbindet, euch beide, dass ihr beide viele Gedanken macht und beide diese Sehnsucht spürt, wo ihr beide davon nicht loskommt. Und im Grunde wisst ihr beide, dass es hier wie ein Geschenk ist, diese Seelenliebe, diese Begegnung, dass es so wie ein Geschenk in euer Leben kommt. Es ist auch nicht immer selbstverständlich, dass sich zwei Seelen sich treffen. Und also dieses gute Herr ist halt dieses liebevolle, gute Charaktereigenschaften, Stärke, Kraft, Mut, ja, dass euch diese Verbindung auch Stärke, Kraft, Mut und ja, Empathie alles mit auf den Weg gibt. So, ich hoffe, das hat auch jetzt auf dich gepasst, diese Legung. Wenn das denn nicht der Fall war, wird der nächste bestimmt auf dich passen. Konzentriere dich immer, während ich die Karten mische und versuche auch immer deine Gedanken hier zu mir rüber zu senden. Also alles ist Energie und ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit, das weißt du ja auch. Und umso mehr du dich konzentrierst, umso mehr kommen diese Impulse auch hier in dieser Legung an, egal wann du das auch schaust. So, ich zähle jetzt die Karten aus. Du kommst auch raus. So, da habe ich die Karten ausgezählt. Du bist aus dem Kartenbild raus. Also dann lege ich noch hier bei deinem Gegenüber. Er bekommt drei Karten. Ja, diese Beziehung. Ja, die Nachrichten fände ich jetzt wichtig, ja. Was finde ich jetzt noch wichtig? Ja, dass du die Erwartung losgelassen hast, finde ich wichtig. Also der gute Ausgang in der Liebe. Was finde ich noch wichtig? Ja, also er macht sich auf den Weg zu dir und die Veränderung, ja. So, also auf ihm, das ist ja spannend, auf ihm kommst du. Ja, dass er halt, also und das viele Arbeit und der Neuanfang, was also noch schwierig sein könnte, eine große Herausforderung, aber du kommst auf dein Gegenüber und das ist wirklich spannend, das ist toll. Also guter Ausgang in der Liebe, also ist zurzeit noch mit Verlust, aber dieses Verlust steht auf Kopf. Also das bedeutet, dass es noch nicht ganz verloren ist, nicht ganz hoffnungslos ist. Das steht jetzt Kopf, also der Diebstahl, also diese Blockaden gehen daraus. Also auf die Nachrichten kommt, also die Sehnsucht ist so stark und diese tiefe Verbindung ist so stark, diese tiefe Gefühle, ja, diese feste Anker, dass auf jeden Fall Nachrichten auf dich zukommen. Also die Erwartung hast du losgelassen und deine trübe Gedanken gehen auch verloren, das ist schon mal durchaus positiv. Und eine Reise machen, es wird eine Reise stattfinden, wo ihr euch näher kommt, wo ihr zusammenkommt, das
ist auch, wo man miteinander über die Gefühle spricht, also auch diese Nähe, vielleicht auch Gefühle offenbart. Schau mal, hält ihre Hand fest, also man kommt auch näher und also dieses vertraute Gespräch, also er rückt auch näher, also diese, ja, es ist ja auch so ein, ja, so ein bisschen verlegen werden dann auch die Nachrichten übermittelt, dass er doch was für dich empfindet. So, und was er für dich empfindet und eine Veränderung. Also umso mehr er in seine Kraft kommt, umso mehr in sein Herz öffnet, umso mehr Empathie entwickelt, umso mehr in seine Kraft und Einfühlungsvermögen kommt, umso größer die Veränderung. Ja, also erst muss man sich selber verändern. Und hier kommt auf diese Beziehungskarte, dass da noch jemand ist, also die falsche Person. Da ist noch definitiv jemand und ja, das muss noch halt transformiert werden. So viel dazu, also das ist jetzt auch für diesen paar Tage. Also ich mache das Video jetzt am 15. Schau mal ungefähr, wie die Energien wirken. Natürlich wird auch zum Vollmond wird auch eine Legung geben, auf jeden Fall. Auch Skatlegung, das war jetzt eine spontane Legung hier. Ich hoffe, das hat dir auch gefallen. Und wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Und umso mehr freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke unter dem Video rechts unten auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch wieder benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues vom Kanal Reka gibt. So, noch eine Amos Botschaften, Liebesorakel. So, das ist für ihn. Da kommt der Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran und für dich. Vertrauen, um etwas verändern zu können, muss man zuerst akzeptieren. Natürlich auch Vertrauen. Das war die Botschaft für dich. Ich komme jetzt zu Ende und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.